Hallo zusammen, ich bin Janik Radke, Verteidiger bei Fribourg-Gottéron. Ich habe meine vier Frontzähne verloren, respektive halbiert an der Junioren-WM in Malmö. Im ersten Spiel und im ersten Einsatz gegen Russland. Und also seither, glaube ich, etwa 30 Mal beim Zahnarzt müssen wieder flicken. Und das jetzt vor etwa 3 Wochen endlich fertig fix gemacht. Ich war mit meiner Freundin in Miami in der Ferien. Nachher sind wir vom Strand noch in ein Restaurant etwas trinken, bevor wir heim sind. Ich habe dann gemerkt, ich habe meine Zähne am Strand verloren, bin zurückgesäckert, das überall gesucht, also nicht gefunden. Bin dann aber zurück ins Restaurant gekommen und dann ist der Kellner eigentlich mit der Serviette und meinen Zähnen zu mir gekommen und so ist mich gefragt, ob das eigentlich meine sind.